Ich frage mich, warum muss Bildungspolitik immer so ideologisch sein? Wir erleben es derzeit wieder. Die Anhänger eines 8-jährigen Gymnasiums prallen unversöhnlich auf diejenigen, die meinen, man müsse den Schülern mehr Zeit geben und sie 9 Jahre lernen lassen. Wir Freien Wähler sind Pragmatiker. Wir wollen ein Wahlrecht geben, das es in Hessen und Baden-Württemberg übrigens derzeit gibt. 8 Jahre oder 9 Jahre? Die Schüler, die Eltern, die Lehrer sollen es entscheiden. Das Gymnasium der 2 Geschwindigkeiten. Wir haben 25.000 Unterschriften gesammelt und rüsten uns für einen Volksentscheid. Aber vielleicht kommt es ja gar nicht dazu, denn plötzlich ist die bayerische Staatsregierung bereit, mit uns zu reden. Ich hoffe, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Denn als Parlamentarier haben wir einen Auftrag. Nämlich den Auftrag, vernünftige Gesetze zu machen. Ich möchte nicht, dass wir ständig und dauernd das Volk um Hilfe bitten müssen, wenn wir sinnvolle und vernünftige Regelungen umsetzen wollen.